Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shot News bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Schauen wir doch mal ganz kurz hier rein, was es heute so alles Neues gibt. Und hier haben wir gleich als allererstes den Power Cord Skin. Finde ich, sieht spannend aus. Da oben die Nägelchen auf dem Kopf, sieht ein bisschen aus wie die Freiheitsstatue hier. Da hinten die Rockgitter ist eigentlich ganz nice mit den Blitzen da drauf. Schon ziemlich cool. Aber extrem schrill. Was steht denn da drauf? Swarms? Storms? Storms. Ja, also finde das Ding eigentlich ganz nice. Und ja, aber auf der anderen Seite wieder ziemlich schrill. Ihr wisst ja, auch alles, was so pink und rosa und lila und was weiß ich, das ist jetzt nicht unbedingt die Sache von mir gleich. Ja, also der würde ich geben 6 von 10. So, dann schauen wir mal da hinten. Die Gitter, die finde ich allerdings ziemlich cool. Allerdings auch wieder die Farbe nicht so doll. Macht das Ding doch mal in schwarz. Also so kriegt die Gitter von mir auch. Es ist jetzt... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, guckt euch das Ding an. Ne? Man müsste mal ausprobieren. Bei so einem großen Rucksack, da hinten guckt ja die Gitter raus. Ne? Und wenn der da so ein bisschen irgendwo rauspickt oder piekt, was passiert denn, wenn ich dem da hinten da oben da an der Gitter da hier, was weiß ich, da so eine Stellschraube abschießt. Ja, und dann kriegt der Schaden. Und die Stacheln, ja, eigentlich müsste man dem Ding weniger geben. Eigentlich, also ich gebe beidem nur 5 von 10. Ja, aber müssen wir mal probieren. Was passiert denn, wenn ich dem da auch bei der Gitter die Spitz wegballe? Na, kriegt der wahrscheinlich Schaden. So, dann gehen wir mal weiter. Alle Fade. So. Und dann haben wir hier als nächstes, oder? Das war ja nur der eine, ne? Habe ich richtig gesehen. Jawohl. Dann haben wir als nächstes die Anarchy X. Eine elegante Axt, ja. Auch wieder mit Stacheln. Und da ist ein Disco-Gürtel drumherum geschnallt worden. Auch wieder ein pinker Handgriff. Was ist denn das da unten? Was? Was haben wir denn da unten? Das ist, ich kann es nicht genau erkennen. Ist ein bisschen verschmolzen, gell? Finde das Ding schon ziemlich nice, muss ich sagen. Und diese Picke bekommt von mir 7 von 10 Punkten. So, dann gehen wir mal weiter in den nächsten. So, das nächste ist Stage Dive. Was haben wir da drauf stehen? N-A-N Band Storms. The Herber, was weiß ich, kann ich nicht genau lesen. Auf jeden Fall. Auch wieder mit Nägelchen, Nieten, Spitznieten am Rand. Da ist ein Lama rechts drauf gemacht. Ja. Hier so ein bisschen Gitter-Style. Drahtgeflecht. Dem Ding wird gäbe. Was gebe ich denn dem? Dem gebe ich 4 von 10. 4 von 10. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Achso, sind nur die zwei Sachen. Alles klar. So, ja, dann gehen wir mal weiter hier in Rock Out. Jetzt muss ich mal gucken, da ist hier irgendwie der Sound. Ich glaube, der Sound kommt hier nicht. Wie kriege ich den Sound jetzt rein? Das. Hört man den Sound? Ich glaube es nicht, oder? Müssen wir mal schauen. Irgendwie hört man den Sound nicht. Warum hört man den Sound nicht? Was ist das? So, gucken wir mal. Kommt jetzt irgendwelcher Sound rein?
mache ich noch einmal. Kaum ist der Herr sofort nicht mehr dabei, kriege ich den Sound nicht rein. Das ist doch nicht zu glauben. Ey. Warum hat man den Sound nicht? So. Also gehen wir nochmal hier drauf, gucken wir mal, was da passiert. Und jetzt kommt jetzt was? Auch nicht wirklich, gell? Also auf jeden Fall, dieser Rockout. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, das Ding. Und es ist sensationell. Also dieser Emote, ich finde, das ist meiner Meinung nach einer der geilsten Emotes, die ich kenne. Auch wenn jetzt wahrscheinlich kein Sound davon zu hören ist. Aber der Ding, das ist mega. Und dem Ding gebe ich wirklich 10 von 10 Punkten. Hammer geile Emote. So, dann haben wir hier Googly. Wollt ihr mich veräppeln? Was ist denn das? Was ist denn das? Erinnert mich so ein bisschen an Zini von früher. Alter Vater, das ist so schlecht. Die, oh Jesus, Maria und Josef, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ey, da kriege ich ja, da träume ich ja heute Nacht schlecht davon. Ey, dann 2 von 10. Grausam. Absolut grausam. Das Ding ist ja echt. Das ist ja so, dann haben wir hier den Grill Sergeant. Ja. Können der eine Bulettenbestellung abgeben? Der Herr sofort macht euch zu Hackfleisch quasi und serviert euch dann auf dem goldenen Tablett. Also jetzt nicht euch, aber seine Gegner. So, ja, ist eigentlich ein ganz cooler Skin. Coole Idee. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was das in Fortnite zu suchen hat, aber trotzdem eine coole Idee. Ich gebe dem Ding 5 von 10. Oder 6 von 10, 5 von 10, 6 von 10, 6 von 10. So, dann haben wir hier den Monika. Kein Arsch in der Hose. Dafür ein breites Kreuz. So. Hoodie. So, was haben wir denn da? Ein Hoodie hat er an. Ja. Also. Sieht eigentlich ganz cool aus. Muss ich echt sagen. Aber. Also nur die obere Hälfte, finde ich, sieht ganz gut aus. Das unten ist ein bisschen schwach auf der Brust. Naja, die Brust ist hier oben. Ja, deswegen, das ist so zur Hälfte gut, zur Hälfte, naja. Dem Ding date ich geben. Was gebe ich denn dem? Soll ich denn dem geben? 5 von 10. 5 von 10. So, dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir die Studded Eggs. So. Ja. Auch wieder, was ist denn das hier? Ist das ein Gürtel wieder da dran? Und haben wir einen Schleif, eine Schlaufe. Eigentlich sieht die ganz nice aus. Finde ich schon ganz cool. Aber warum wieder lila? Leute. Epic. Warum lila? Was? Alter Vater. Trotzdem finde ich sie ganz nice. 6 von 10. So, Waterworks. Ich liebe diesen Emote. Ich liebe diesen Emote. Und ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, immer wenn ich sowas hier sehe, wie das hier, ne, dieser Googly, sowas, mache ich das hier. Oder wenn ich da sehe, was weiß ich, den Popsternchen-Tanz oder so, mache ich den da. Ja, ich liebe diesen Emote, ich habe den selber gekauft. Und ist sensationell, den kannst du in so vielen Situationen benutzen. Der Herr sofort benutzt den manchmal, wenn ich verreckt bin. Was relativ häufig vorkommt. Ja, auch 10 von 10. Also, was kann ich jetzt bei den Shop sagen von heute? Wir haben ein paar neue Skins.
Ja, beziehungsweise einen neuen Skin, den Grill Sergeant. Dann ist hier der Power Quad zurück. Was ich eigentlich ziemlich nice finde. Und aber absolut sensationell vom heutigen Shop sind halt tatsächlich die Emotes. Ne? Einmal das Rock Out ist 10 von 10 und Waterworks auch für mich 10 von 10. Viel geilere Emotes für 200 V-Bucks kannst du eigentlich kaum bekommen. Ja. Ja, der Herr Sofort ist ja jetzt momentan, er muss jetzt wieder in die Schule. Und deswegen kann er um die Uhrzeit natürlich hier nicht mehr mit dabei sein. Am Wochenende machen wir die Videos wieder zusammen. Er wird aber immer wieder unter die Videos seine Kommentare mit dazugeben. Und könnt ihr auch dann immer mal reinschauen. Was ganz cool oder interessant mal wäre, von euch zu erfahren, wie ihr die Skins bewerten würdet. Ich möchte jetzt in Zukunft dann gerne mal auch solche Kommentare in den Videos einblenden. Ja. Welche Skins bewertet ihr wie? Und welche Skins habt ihr euch geholt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Ich gucke mal, dass ich diese Kommentare dann auch in die Videos, in die nächsten Shop-Videos mit reinschneide. Das gleiche können wir auch bei den Animations oder Showdown Shop-Videos machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal. E-Mail schön die Leute mit Glocke. Nein, die Glocke mit Leuten. Und damit ihr immer über aktuelle Videos von uns informiert werdet. Und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.